Hallo, heute war ich schon arbeiten und habe heute Abend gedacht, auch zur Entspannung ein bisschen Kreativität. Ich hatte nämlich gestern auch schon diese Blätter gesammelt und die fangen jetzt an, sich so ein bisschen zu rollen. Und dann dachte ich, dann machen wir doch mal noch schnell ein Video für einen schönen Herbstkranz. Dafür habe ich also Bindedraht, die ich nicht von der Spule, wie ich es sonst immer gerne nehme. Ich fand das so interessant, das ist so ein anthrazitfarbenen. Dann dachte ich, nehmen wir heute mal den. Das heißt, wenn ihr den einzeln habt, in der Spule ist natürlich immer ein bisschen einfacher. Dann habe ich einen Drahtring, der normalerweise für Kränze zu binden ist. Den hatte ich mal mit rosa Kreidefarbe angesprüht, weil ich immer ein bisschen netter fand. Ja, und jetzt nehme ich mir einfach hier von diesem ganzen Bündel. Nehme ich mir jeweils immer so ein paar Blätter und die werden jetzt hier rangebunden. Und besonders schön ist, wie ihr seht, manche sind orange und rot, manche sind gelb. Wenn ihr das einfach so, wenn ihr auch sowas vorhabt, einfach so ein bisschen gemixt haltet. Finde ich krumpelig, ist überhaupt nicht schlimm, weil sie werden auch jetzt durch das Trocknen in den nächsten Tagen werden sie auch dann immer ein bisschen schrumpeliger. Deswegen umso wichtiger ist es, dass wir jetzt nicht zu sparsam mit den Blättern sind. Das heißt, wir werden jetzt wirklich viele ganz, also eng dran binden. Das heißt, auch wenn die dann anfangen zu trocknen und dadurch auch ein bisschen zusammenrollen, dass da nicht so Lücken entstehen. Also das Wichtigste ist sozusagen, nicht solche Lücken zu lassen. Oder ich merke da genau, der Bindedraht ist beschichtet, sieht auch nett aus, aber glaube ich, ein bisschen mehr Druck machen. Der ganz normale mit der Draht, man muss den erstmal hier befestigen. Also der unbeschichtete oder der grüne, den es hier auch gibt, einfach von der Rolle. Oder auch der unbeschichtete, dieser blau geglühte, der ist auch gut. Und wenn ihr den Kranz dann raushängen wollt, müsst ihr daran denken, dass es, wenn der feucht wird, dass es rostet. Also der rostet dann durch. Und ist es im Nassen, kann es auch dann irgendwie runtertropfen und ihr habt vielleicht Rostflecken dann, je nachdem, wo er hängt. Ist es eure Tür oder den Boden irgendwie dann verkleckst mit Rostflecken. So, und jetzt geht es einfach los und die Bündel werden hier drumherum gewickelt. Das heißt, jetzt kommt die nächste Schicht, das wird diese Schichtweise. Besten immer so ein bisschen auch gucken, groß, klein, das heißt mit einem großen Beginn und dann kann es ein bisschen auch abwechselnd mit den Farben werden. Oder hier ist ein schönes großes, das kann man noch hier hinterhängen, noch ein rotes und ein rot-grünes. Und so werden jetzt die Blätter schuppenartig an diesen Kranz gebunden. Hier ist hier ein grünes. Gelbes. Noch ein bisschen wegen den Größen, dass nicht jetzt zu klein wird. Genau, da ich immer sozusagen, jetzt ich habe in dem Fall immer so 5 Stück. Ihr könnt natürlich jetzt auch mehr nehmen, auch hängt auch immer von der Größe, was für eine Blättergröße habt ihr, um sowas dran zu finden. Wie groß ist euer Kranz? Braucht ihr den vielleicht auch von allen Seiten? Je nachdem, was ihr damit macht, hängt der so komplett irgendwo frei. Ich möchte den auf einen Teller legen. Das heißt, ich brauche nur die obere, das heißt, der Unterbereich ist nicht entscheidend. Das heißt, da brauche ich keine Blätter. So, und der Hund, genau, hat wieder mitbekommen, dass ich hier am Filmen bin und möchte natürlich gleich auch wieder hier mit draußen sein.
vor. Und ihr könnt schon erkennen, das wird dann, wenn ihr das so abwechselnd macht, echt eine schöne Sache, auch was für das Bunte angeht. Natürlich könnt ihr auch, wenn ihr entweder es einfach schöner findet, alles Farbe in Farbe, könnt ihr ja bewusst es auch natürlich wählen. Oder manchmal hat man einfach nur gelbe oder nur rote Blätter. Dann ist es genauso einfach schön. Also einfach, was ihr habt, das können ja auch, wie auch der wilde Wein hat jetzt auch schöne Blätter. Da der ein bisschen aufgefächert ist, könnt ihr auch den einzelnen, eigentlich könnt ihr auch sozusagen aus einem Blatt mehrere Blätter sozusagen machen, die ihr dann so dran bindet. Oder auch der normale Wein fängt jetzt an, so ein bisschen sich zu verfärben. Also guckt einfach, was ihr findet. Wichtig ist, genau, haltet es nur, versucht es eng zu binden, damit durch das Abtrocknen und wenn die Stängel ein bisschen dünner werden, dass ihr euch nicht ärgert, wenn sie dann bald rausrutschen. Manchmal ist auch ein Teller, entweder eine Vase möchte ich dann da reinmachen. Das heißt, das ist dann der untere Bereich der Vase. Macht ihr einen, was natürlich auch schön ist, wenn ihr so einen Kranz macht und macht den oben, legt den oben auf eine, auf den Vasenrand. Das ist so wie eine, ja, wie einfach eine schöne Dekoration oben. Also ich werde dann wieder eine, also unten den Ton und eine Vase reinstellen oder ein Windlicht. Das muss ich dann nochmal sehen, je nachdem wie viel Platz ich dann nachher auch habe. Muss ich einfach ausprobieren. Und das ist auch generell, wenn ihr am Basteln seid. Also manchmal hat man eine tolle Idee und dann passt irgendwas. Und dann passt vielleicht irgendwas nicht. Und das ist auch ein Tipp, den ich euch gerne geben möchte. Falls ihr was bastelt, versucht es nicht perfektionistisch. Es kann passieren, dass ihr habt eine Idee oder habt irgendwo mal was gesehen und möchtet es zu Hause machen und euch fehlt irgendetwas. Ja, und keine Ahnung, wenn es ein Stern war und ihr habt nur Engelchen zu Hause oder es war ein Herz und ihr habt nur Sterne zu Hause, guckt, was ihr da habt, wenn ihr irgendwas macht. Ob ihr nicht mit irgendwas, was ihr habt, eure Idee umsetzen könnt. Und manchmal ist es auch so, man hat die Idee wie dem Kranz und nachher passt der Teller, den man dafür vorgesehen hat, der passt vielleicht gar nicht, weil es irgendwie nicht gut aussieht, der Teller doch zu klein ist. Sucht euch dann einfach ein anderes, vielleicht ein Holzbrett dann drunter oder ein Filz. Wie wird man auch ein Filz oder ein Stück dickere Tischdecke oder was auch immer ihr einfach zu Hause habt. Also bitte nicht euch mit der, von der Kreativität abschrecken lassen, weil euch irgendwas fehlt, weil ihr es in einem Video gesehen habt. Das, genau. Ihr braucht nicht genau die Sachen, genauso wie jetzt diese Idee. Das nur, soll nur eine Idee sein, wie man einen Kranz machen kann. Also ich habe jetzt hier so einen Unterkranz genommen. Aber auch so einen Unterkranz bräuchtet ihr nicht, wenn ihr keinen habt. Dann könnt ihr auch einfach eine Blätterkette machen. Das heißt, ihr macht, nehmt immer fünferweise oder sechs Blätter zusammen. Ich kann euch gleich dann auch mal, wenn ich mit dem Kranz fertig bin, kann ich euch noch die andere Idee kurz andeuten, die ihr auch selber einmachen könnt. Das heißt, ihr braucht auch selbst für einen Kranz, braucht ihr nicht so einen Unterkranz. Ich habe ihn einfach da, macht es einfach ein bisschen leichter, ist aber auch nicht zwingend notwendig. Und das meine ich, manchmal hat man Sachen, die das Leben leichter machen. Genau, aber manchmal reicht es einfach, man hat einfach ein bisschen, man hat einfach Draht und Blätter und trotzdem kann man damit einfach was Schönes fertig machen. Und dazu möchte ich euch gerne ermuntern, lasst euch bitte nicht aufhalten, wenn ihr eine Idee habt. Und genau, das gerade jetzt mit dem bunten Laub ist es einfach schade, wenn ihr sowas auch machen möchtet und euch deswegen aufhalten lasst. Und ihr braucht hierfür eigentlich nur Draht. Was ihr halt auch machen könnt, wenn ihr zum Beispiel einen Strohkranz habt, könnt ihr euch auch einen Strohkranz drunter machen. Mooskranz, dann braucht man auch gar nicht so viele Blätter. Auch die könnt ihr eng da drauf wickeln. Das heißt, solltet ihr einen Kranz haben, könnt ihr ihn natürlich verwenden. Und es muss kein Drahtkranz sein.
Kann auch ein Holzkranz sein oder einen anderen alten, genau, einen Rebenkranz, den man vielleicht fertig hat, einen Unterkranz. Also, und die Variante, wie ich eben schon gesagt habe, die Variante ganz nur aus Draht, das zeige ich euch gleich, wie ihr auch damit sogar einen Kranz hinkriegt. Ich mache mir jetzt den Kranz schnell fertig. So, ihr merkt auch, gerade die ganz großen Blätter, die ich am Anfang hatte, so große habe ich jetzt nicht, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Dann sind die sozusagen unteren Blätter einfach ein bisschen kleiner. Und stellt ihr nachher fest, es ist euch zu ungleichmäßig, dass ein Blatt zu sehr rausragt, könnt ihr das ja immer noch rausziehen, abschneiden. Passt es so an, dass es euch gefällt, weil darum geht es ja. Soll euch Spaß machen und wieder wie bei mir einfach, um sich ein bisschen ab, ja, einfach so ein bisschen kreativ, ein bisschen Ablenkung zu haben, seinem Hobby nachzugehen und was Schönes für zu Hause zu basteln.